Gut, ein wunderschön. Ja, zurück, mein Test. Erstmal mein Bild hier einschalten. La la la. Okay, passt. Ja. Der Titel, ein bisschen älter. Ich habe ja zwei Server zu laufen. Einmal habe ich meinen Mindclone-Server. Das ist der hier, der ist von mir. Der ist schon länger on. Und da hatte ich auch noch einen Underworld-Server. Ja, Underhentai ist jetzt nicht das, was ich suche. Das hier. Den habe ich jetzt stillgelegt für dieses Let's Play. Und zwar werde ich nämlich jetzt auf meiner Adresse, also auf meinem Port 30.002, auf dem dieser neue Server hier lief, jetzt einen neuen Server starten, oder habe ihn schon gestartet, der ist bereits on. Da habe ich auch schon einen Post gesendet, das ist dieser hier. Ja, und genau mit dem werden wir jetzt im Let's Play spielen. Genau dafür habe ich den nämlich eingerichtet. Erstens war der Underworld Server, erstens ist mein Rechner ganz schön laut. Ja, weil es gerade ganz schön warm im Zimmer ist. Genau. Ja, erstens war der Underworld Server reinste Katastrophe, weil da war halt praktisch halt Unterwelt, also naja, Unterwelt, also war nicht die Hölle, sondern das war praktisch so eine riesen Höhle. Und da war nicht wirklich Ordnung, weil man da nicht viel machen konnte, haben sehr viele als Spielwiese, als chaotische Spielwiese genommen. Was ja auch nicht schlimm war. Aber deshalb habe ich gesagt, gut, um den ist es nicht schade, den schließe ich mal und habe dafür jetzt einen neuen Server geöffnet, der praktisch oberirdisch ist, aber halt nicht mein Klon ist, sondern halt Vanilla mein Test. Und genau mit dem werde ich jetzt hier spielen. Das wird das andere Let's Play, dieses Mindclone-Let's Play, definitiv nicht ersetzen, sondern es soll praktisch als Ergänzung dienen. Damit wir zum einen ein Mindclone-Let's Play haben und zum anderen aber auch Vanilla-Mindtest. Und das gleichzeitig in einem globalen Server, sodass da andere auch mitspielen können. Und wer weiß, vielleicht ist da irgendwann mal so viel Betrieb, dass wir auch im Let's Play aktiv da mal mit anderen kommunizieren können. Das wird sich dann zeigen. Jetzt erstmal dürfen wir relativ allein sein, also der Server ist jetzt gerade komplett unbelegt. Mein Laptop, wo der Server drauf läuft, ist nämlich genau neben meinem Rechner, deswegen sehe ich das gerade. Ja. Nichtsdestotrotz werden wir uns da jetzt mal einlinken. Ach, das ist eigentlich alles los. Egal, kommt mal groß. Nein. Let's play. So, das hier ist hier unsere Let's Play-Welt und wir wollen jetzt nicht mit der spielen, sondern wir wollen online spielen. Und zwar mit meinem Server, den ich ja noch gar nicht eingerichtet habe, fällt mir gerade auf. 192.168.0.4 Deutsch. So, wir nennen uns ganz stylisch Ronix. Ich habe da auch noch andere Konten drauf, Walker, und das sind aber meine privaten Kontos zum Verwalten des Servers. Und wir legen uns jetzt hier auf meinem Server ein ganz normales Konto an, was einfach den Hintergrund hat, dass ich halt hier ja hauptsächlich halt zum Spielen jetzt fürs Let's Play. Denken wir uns mal super schickes, super sicheres Passwort aus und dann joinen wir mal die Welt. Aha. So, ach, wir sind halt logischerweise gerade auch der erste Mensch auf dem Server, halt, also noch ist er unbefleckt. Außer die Katze und der Hase und alles andere. Weil ich den Server, wie gesagt, gerade erst angelegt habe. Dementsprechend, das hier ist der globale Spawnpoint, hier spawnen alle, deswegen werde ich erstmal ein bisschen Schutzmechanismus hier einbauen. Das heißt, ich gehe. Gehen wir denn da am besten? Ich mache ein bisschen runter, so.
Oh. Relativ runter. Erstmal um den Spawnpoint Schutz einrichten, damit das zukünftige Generationen nicht von irgendwelchen Trollen da irgendwie ins Leder geledert werden können. So, gut, ich sag mal bei. Ja, komm. Ja, ansonsten, hier kann jeder dann einfach mal rauf. Das ist ganz normal offizieller Server, man findet den in dieser globalen Liste. So, hier ist einmal mein Area. Hier leider gibt es keine Autovervollständigung. Area Position 1. Area Position 1. Lego mio. Lol. Gut, lassen wir das so. Und jetzt auch wieder auf 10-10 gehen. Mal ein bisschen höher gehen. Da kommt die Position 2 hin und das wird jetzt alles unser Bereich. Alter, leider gibt es keine Autovervollständigung. Change Owner. Das sind einmal wir. Ups. Haben wir was falsch gemacht? Ach so, ja, wahrscheinlich Add-Owner, nicht Change-Owner. Ich bin gerade ein bisschen seltsamisiert. Wie war denn das nochmal? Help. Give the player access to the sub. Ach, Sub-Area, scheiße. Oh Gott, wie war denn das, um allgemeinen Bereich zu definieren? Gehen wir ein bisschen was durch hier. Kennt er gar nicht. Hä? Ach, Add Open, klar, schon wieder. Open Area natürlich. So muss das sein. Hat er auch nicht. Ah, das war genau falsch rum. Area Open. Zum Glück hat man oben die Liste. Toggle, Area Open. Anyone contact. Or closed. Nee, das wollen wir alles nicht. Welcher Befehl war denn? Das war definitiv Add Owner. Oder Change Owner, aber irgendwie. Oder war das direkt der Protect-Befehl? Help. Protect. Protect your. Oh, okay. Probieren wir den mal. Spawn Point. Aha, okay, so war das. Ganz kompliziert. So, wir haben hier unsere schöne. Ja, übrigens, für den Fall, dass ich selber auch mal spielen wollte, das Inventar, was ich jetzt gerade hatte hier, das hat jeder am Anfang. Das ist praktisch so das Standardgedöns. Geklopft in die falsche Richtung. So, genau. Jetzt ist der Spawnpoint geschützt, heißt also, hier kann keiner eine Falle bauen. So, und jetzt muss man mal ganz kurz gucken. Ja, erste Folge wird Einrichtfolge. Ist schon logisch. Und jetzt können wir mit Add Owner welche hinzufügen. Soweit ich weiß, das ist einmal Walker, das ist mein Hauptkonto. Ja. Nie. Achso, ich muss noch die ID angeben. Nein. Da.
1 und für den ist es bitte schon auch der Spawn Horn. So, dann hat noch Walker Mobile Access. Das ist mein Konto, was ich benutze. Komm schon hier. Wenn ich unterwegs bin, damit jeder weiß, okay, ich bin gerade zu Hause am Rechner und habe dementsprechend hier die super Konsole, sondern bin halt unterwegs an einem Handy, wo ich nicht so viele Möglichkeiten habe. Deswegen habe ich da extra zwei Kontos angelegt, damit jemand bereits an meinem Namen sieht, was ich da gerade mache. Dann gibt es ein kleines Konto Stalker. Und das ist praktisch das, wenn ich als normaler Typ unterwegs bin. Ja. Genau. So. Perfekt. Jetzt haben wir unsere vier Namen drin. Das sollte passen. Okay. Gut. Jetzt haben wir hier ein bisschen Wald. Die Frage ist, was machen wir als erstes? Als allererstes würde ich mal sagen, läuft eigentlich die Zeit? Darauf haben wir wahrscheinlich gar keinen Zugriff, ne? Ne, die Zeit läuft nicht. Okay, gut. So. Wir haben ein paar Bäume. Wir werden erstmal ein bisschen Bäume verschlachten, damit wir uns bei Zeiten dann noch mal ein bisschen hier niederlassen können. So, du kommst doch bitte gleich her. So. Was ist das denn da? Achso, ist bloß eine Wand. Ist Schäfchen. Ja, hier muss man bei meinem Test ist nicht dieses automatische Aufnehmen von gedroppten Items, sondern hier muss man halt die Items. Wenn man sie abbaut, kriegt man sie gleich, ins Inventar gut geschrieben. Wenn allerdings Items gedroppt werden, dann kann man nicht einfach hinlaufen, sondern muss halt manuell auch aufnehmen. Der Vorteil dabei ist allerdings dafür, dass man halt auch Items nehmen kann, wo man nicht direkt draufsteht. Heißt also, man kann auch Sachen, ich sag jetzt mal, aus der Ferne greifen. So, haben wir ein bisschen Holz vor der Hütte. Genau, 19 mal Holz. So viel Sand brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Haben wir schon ein bisschen viel. Gut, wir haben. Ja gut. Pilze, also der rote Pilz ist jetzt nicht ganz so optimal, weil der ist giftig und ich weiß nicht, ob man hier mit Gerichte machen konnte bei Vanilla Doom. Wo sind wir jetzt hier gerade überhaupt? Na gut, okay, also die Folge war jetzt erstmal hier nur zum Einleben, so ein bisschen so, ne, wisst ihr schon? Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Aufnahmestopp machen und dann erstmal in der nächsten Folge. Sind die aggressiv? Glaube ja. Nee, doch nicht. Okay. Werde dann in der nächsten Folge erstmal die nächste Folge ist dann quasi die erste richtige Folge, wo es denn so ums Gameplay als solches geht, also ums Spiel. Gut, dann würde ich mal sagen. Schau mit V.